und willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Ganz vielen Dank fürs Einschalten, dranbleiben oder auch das erste Mal dabei sein. Ja, nach einem relativ guten Start geht es heute wieder zurück in Sammys Fantasyland. Nach dem Bau des Karussells im letzten Video und einem kleinen Ausflug in meine Tiger Zoo wollen wir heute hier uns dem Winterthema in diesem kleinen Park wieder widmen. Ich habe ja jetzt einfach so beschlossen, dass der kleine Coaster hier vorne, kleine Schlittenfahrt, der Eingangsbereich für das Winterland sein wird. Dementsprechend wird hier alles ein bisschen auf Winter und Schnee getrimmt und ganz am Anfang, glaube ich, ich habe es versucht, hier mal den Farben so ein bisschen, die Farben hier so ein bisschen zu verändern an den Gebäuden. Das habe ich dann aber schnell wieder sein gelassen und irgendwie nicht weiter verfolgt. Das Gebäude, das Stationsgebäude hier dieser kleinen Schlittenfahrt, das bleibt tatsächlich doch im Großen so, wie es ist. Ich habe es probiert, es sah irgendwie nicht so gut aus, das Ganze an die Farben anzupassen, die ich jetzt tatsächlich in diesem Gebiet gewählt hatte. Deswegen ist das in diesem Video nicht so wirklich drin. Ich habe es rausgenommen, nicht aufgenommen. Einfach nur mal so probehalber. Und allerdings fehlte mir vorne so ein bisschen die Beleuchtung und deswegen habe ich einfach mal versucht, hier so ein bisschen mehr Licht vorne reinzukriegen. Hab mir dazu hier diese chinesischen Lampen geschnappt und so eine kleine Vorlage sozusagen hier geschaffen. Dadurch, dass ich hier irgendwie eine andere Wegesbreite gewählt hatte, passt das natürlich jetzt mit diesem 4 Meter Bauweise nicht ganz so. Habe ich mir einfach überlegt, das Ganze hier mit so einem Seil zu machen und dann passte das auch über etwas breitere Wege. Die Farbe der Lampen habe ich dann tatsächlich doch auch wieder geändert. Das war mir zu kühl mit dem blauen Licht. Ganz am Ende, ich weiß gar nicht, ich habe das Video noch gar nicht so weit zu Ende geschnitten, also die Endcut ist noch gar nicht fertig. Wahrscheinlich wird dann da später die echte Farbe dann zu sehen sein. Und dann musste ich überlegen, was ich als nächstes hier in Angriff nehmen möchte. Und wenn ich jetzt richtig in der Annahme bin, genau, geht es hier mit einem neuen kleinen Coaster weiter. Den hattet ihr vielleicht schon im letzten Video so ein bisschen im Hintergrund gesehen. Da hatte ich einfach mal so ein paar Tests gemacht und ein paar Proben, in welcher Höhe ich das Ganze hier eventuell bauen könnte und habe das jetzt einfach hier vorne an dieses Gebäude geschoben, an dieses Restaurant und versuche mich dann erstmal hier ein bisschen zurechtzufinden in dem Bereich, der hier vorne doch schon relativ eingegrenzt ist, sagen wir es einfach mal so. Denn die Einschienenbahn geht da hier auch lang, die Monorail, die ist mir tatsächlich hier so ein bisschen im Weg gewesen. Dadurch habe ich den Coaster halt immer so ein bisschen verschoben und später einfach auch nochmal im Winkel verändert. Also der Hilllift, der ist tatsächlich noch ein bisschen niedrig, so wie er jetzt hier an dieser Stelle ist. Der wird nochmal umgebaut und dann ist die erste Abfahrt schon an der Reihe. Ich habe mich jetzt tatsächlich für diesen Spinning Coaster entschieden. In irgendeinem meiner vielen vorigen Videos hatte ich auch darüber schon mal gesprochen. Den wollte ich eigentlich an anderer Stelle schon einmal haben. Aber das passte alles so richtig nicht. Und jetzt hat er hier seinen Platz gefunden und so wie er jetzt dasteht, das ist noch nicht das Ergebnis hier, gefällt es mir am Ende doch recht gut, muss ich sagen. Inversionen sind nicht möglich. Das habe ich beim Bau berücksichtigt, das wusste ich. Das macht auch nichts, deswegen ist das hier so eine Art kleiner Familiencoaster geworden.
Ich habe es versucht, ein bisschen mit Steilkurven auszugleichen und habe, glaube ich, hier an dieser Stelle tatsächlich mal versucht, noch mit einer Blockbremse zu arbeiten, was ich sonst ja auch gar nicht so oft mache, um einfach noch einen anderen Zug raufzukriegen. Aber diese Blockbremse verschwindet, denn ja, so richtig Schwung hat dann der Zug hier an dieser Stelle nicht mehr bekommen und deswegen ist dann am Ende hier mal alles hängen geblieben. Das war natürlich nicht so schön und ja, da musste ich mir dann am Ende was anderes ausdenken. Es wird ja am Ende einfach keine Blockbremse sein, sondern der Zug, der rauscht da durch. Dadurch, dass in der Station noch eine Blockbremse vorhanden ist, kommen trotzdem zwei Züge hier rauf. Das passt im Ganzen schon ganz gut. Ja, wie gesagt, deswegen fliegt die raus. Ich kann halt nicht mit drei Zügen, hier sieht man es, arbeiten. Da konnte ich einstellen, was ich wollte. Auch die Reibung, der Reibungsfaktor hier in der Bahn hat dann nicht wirklich viel gebracht. Und ja, die Idee war dann eigentlich, hier an dieser Stelle noch so einen schönen See mit einzubauen. Das Ganze so im Winter sieht das eigentlich relativ gut aus. Aber aus irgendwelchen Gründen wollte das Spiel tatsächlich hier kein Wasser irgendwie zulassen. Ach, das kommt jetzt noch gar nicht. Nee, ich versuche jetzt einfach noch ein bisschen Schwung in die Sache reinzukriegen. Um einfach mal die Schienen so zu ziehen, wie man möchte. Und das Glätten nachher dann machen. Da ist die Blockbremse schon raus und hier versuche ich halt den Bogen so ein bisschen größer zu ziehen, um dann hier auch den See anzulegen. Ja, so ein bisschen vom Glätten habe ich auch aufgenommen. Hier stand immer noch die Idee eines Sees und ja, am Ende ist das nicht geworden. Hier ziehe ich hier nochmal so ein bisschen die Strecke an der Station ein bisschen höher, sodass man als Gast, denn der Eingang ist auch direkt an der Stelle da vorne, wenn man als Gast da lang geht und wartet, hat man so eine schöne Steilkurve, die man während der Wartezeit hier super beobachten kann. Fand ich irgendwie passend an der Stelle. Achso, hier versuche ich mich jetzt mit den Wegen. Da kam ich am Anfang gar nicht so klar, weil ich mich natürlich hier auch so ein bisschen wieder an der engen Bauweise so orientieren musste. Aber ich glaube, hier wollte der Weg nicht so richtig rübergehen. Ja, da habe ich eine Lösung gefunden. Das war dann auch für mich völlig okay. Und da passte es dann mit den Wegen nämlich nicht mehr. Hier musste ich einfach mal in die andere Richtung gehen. Und ich wollte auf jeden Fall den Weg so ein bisschen hier durch das Gelände führen, die Warteschlange und so, dass man als Gast ein bisschen was davon hat, wenn die Bahn hier fährt. So, und da die ganze Umgebung hier noch fehlt, ja, musste ich natürlich das auch noch alles erledigen. Hier einfach mal so einen Weg für dieses Land sozusagen noch hinzimmern und dann konnte ich auch erst mit der Warteschlange weitermachen. So ist das der Überblick hier erstmal für dieses kleine Gebiet. Und jetzt habe ich mir überlegt, wie das Ganze heißen soll. Am Anfang habt ihr es gesehen, mittlerweile heißt es hier nicht mehr Ice Racer, sondern sogar Ice Breaker. Ich hatte mir das so vorgestellt, dass der Zug hier halt durch die verschiedenen Täler und Hochfahrten saust und dementsprechend die Schneelandschaft durchbricht. Und dazu müssen natürlich ein paar Berge her und das versuche ich ja an dieser Stelle einfach mal zu bauen. Und so viele Steine gibt es halt in diesem Spiel nicht. Da muss man dann so ein bisschen kopieren und ich glaube, an dieser Stelle war die Idee noch gar nicht so richtig geboren. Da wollte ich tatsächlich nur das Ganze hier vom Weg so ein bisschen abschirmen und so eine Art Hochfahrt hier zu bauen durchs Gebirge. Die Idee mit dem Icebreaker ist tatsächlich ein bisschen später dann geboren.
Aber so gefiel mir diese Art trotzdem schon recht gut, mit den einzelnen Schneespitzen obendrauf und mit dem mit bisschen Vegetation hier drinne, sodass die Mauer, so wie sie hier eigentlich jetzt schon zu sehen ist, doch auch am Ende fast immer noch steht, nur von der anderen Seite, da wo der Zug nachher langfährt, natürlich auch noch ein bisschen angepasst werden muss. Genau, hier wird es eine Schneelandschaft. Und irgendwann ändert sich auch die Farbe. Blau ist das Ganze nämlich nicht geblieben, sondern wird auf weiß. Zumindest die Schiene und das passt eigentlich ganz gut mit der Landschaft überein. So, ich würde an dieser Stelle sagen, schon mal ganz vielen Dank fürs Dranbleiben und hoffe natürlich, dass ihr auch bis zum Ende noch dran bleibt und das Ganze verfolgt, wie es an dieser Stelle dann später aussieht. Es wird auch noch einen zweiten Teil hiervon geben, weil mit der Dekoration und Thematisierung dauert es halt so seine Zeit und deswegen hoffe ich einfach, schaltet ihr auch beim nächsten Mal wieder ein. Aber bis dahin, ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.